Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der Savior Mod immer noch. Und es fehlen noch ein paar Challenges, denn zuletzt hatten wir The Smelliest Nun gemacht. The Smelliest, nicht The Smiliest. Und deswegen würde ich sagen, machen wir diesmal Labyrinth Bound. Einfach chronologisch immer weiter. Labyrinth Bound. Okay, wir können fliegen auf jeden Fall. Sehen ganz schön böse aus. Haben den D6 von Anfang an. Eine Telepille haben wir auch. Scheinbar. Oha. Okay, also wir können fliegen, haben den D6, wir haben einen Damage-Upgrade mit diesem Holzpfahl da. Dann haben wir den Holy Mantle, das heißt, wir dürfen einmal pro Raum getroffen werden. Ah, wir haben keine Leben. Sehe ich das richtig, dass wir keine Leben haben? Gut möglich. Und dann haben wir wohl noch... Was ist das? Ist das der Godhead? Nee. Gesundes Labyrinth haben wir auch noch. Ist nichts Erlebende. Und irgendeiner der drei Dinger. Ob das jetzt The Soul ist oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das. Das bringt uns nichts. Gut, aber dafür haben wir keine Leben. Das heißt, wir sind quasi The Lost in stärker. Ein stärkerer The Lost. Das ist auch was Tolles. Wow. Dieses Trinket bringt uns richtig viel. Kriegen wir nämlich pro Ebene ein weißes Herz, das uns nichts bringt, weil wir keine weißen Herzen haben können. Aber das heißt, wir können auch die ganzen Devil Deeds mitnehmen. Umsonst. Also wenn das wirklich so wie The Lost ist, dann ja. Aber ich denke mal, das ist wie The Lost, nur halt stärker. Und ich hoffe, wir müssen nicht allzu weit gehen. Denn nur einmal getroffen werden ist schon nicht so schön. Ist denn das richtig OP? So. Oh, und es gibt goldene Räume in dieser Challenge. Oho, oho. Hört, hört. Ist ja auch selten. Bei Challenges gibt es ja eigentlich keine goldenen Räume. Aber extra für The Lost. Nett wie er ist. Oh, Spider Baby. Wenn wir jetzt angreifen, dann produzieren wir Spinnen. War das das? War das das oder war das das, dass wenn wir getroffen werden, Spinnen produzieren? Wir lassen uns einmal treffen. Oh, okay, wir haben The Soul. Die ganzen Projektile kommen nicht zu uns hin. Okay, nee, dann ist das wahrscheinlich gar nicht mal so schwer. Aber es ist eine XL-Ebene. Oh, das heißt, wir haben sogar zwei goldene Räume. Zwei Stück. Denn in der XL-Ebene gibt es immer zwei. Obwohl, das heißt ja irgendwas mit Labyrinth bauen. Das heißt, vielleicht sind alle Räume einfach XL. Alle mit Labyrinth und XL. Oh, das kann ich mir auch gut vorstellen. Dann ist man so lost. Okay, da kriegt man aber richtig viele Items natürlich. Okay, schauen wir einfach mal. Haben wir hier Schönes? Die gelbe Spritze. Das ist eigentlich richtig das gute Buch. Book of Shadows. Eigentlich ja. Die Spritze möchte ich ungern mitnehmen, weil sonst haben wir vielleicht gar keinen Schaden mehr. Wir rewollen das gleich nach drei Räumen. Müssen wir nochmal zurückkommen. Ich hoffe, mein Kurzzeitgedächtnis kann sich das so lange merken, dass der Raum da ist. Und dass da auch noch Items drin sind. Denn sonst wäre das schon ganz schön doof. Was es ja ist, aber egal. So, da haben wir schon den Boss. Den ersten zumindest. Ich frage mich, wo dann der zweite Boss ist. Vielleicht ein Raum dahinter. Warte, dann geht die Challenge ja gar nicht so lang. Wenn alles eine XL-Ebene ist, eine XL-Labyrinth-Ebene, dann... Hä, die Ebene kam mir jetzt aber gar nicht so groß vor. Waren wir denn schon überall? Hä, die war ja echt nicht groß. Die Ebene ist kaputt. Waren wir denn schon überall? Dann haben wir auf jeden Fall immer schon zwei Bosse besiegt. Also zwei Ebenen pro Ebene haben wir dann gemeistert. Und tut mir leid, dass ich jetzt nochmal überall lang gehe, aber ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas ausgelassen hätte. Oh, eine Forget Me Now. Oho, oho. Die hätte ich sogar gerne. Aber ich krieg nicht genug Geld, wahrscheinlich. Na gut, dann nicht. Oh, die Forget Me Now. Ah, nee, dann hätten wir aber unseren Würfel auch nicht mehr. Das wäre gar nicht so gut gewesen. Den Würfel, den behalten wir. Okay. Komische XL-Ebene. Ist doch eine XL-Ebene, oder nicht? Ja. Die ist ganz schön klein für eine XL-Ebene. Naja gut. Ist halt noch nicht so groß geworden, die XL-Ebene. Soll es ja auch geben. Ist noch eine Baby-XL-Ebene. Die muss erst noch wachsen. Oh, ein Schlüssel. So. Wenn der uns jetzt die Krone gibt und ich deswegen... Warte, bla 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 blub 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 blub. Okay.
Und hier ist ein Shot-Speed-Up, das ist natürlich super. Jetzt können wir noch einmal zurücklaufen. Wegen dem hier. Kriegen Ball of Tar. Besser als gar nichts. Und noch das andere Ding, das wollen wir aber nicht. Nee, gut. Einen Stachelraum gab es hier, glaube ich, auch nicht. In den wir auch so reingekonnt hätten. Wegen unserem Ding. Wie ist das nochmal? Lass uns ein. Hä, ich hab's doch vorhin schon genannt. Wieso weiß ich jetzt den Namen davon nicht mehr? Holy Mantle. Weil wir den Holy Mantle haben, können wir da überall kostenlos rein. Quasi. So. Ah, Ball of Tar verlangsamt die Leute. Okay, cool. Dann greifen die auch langsamer an. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, sollte uns eigentlich alles nicht treffen, weil wir auch noch The Soul dabei haben. Wir sind die Seele, wir sind das Leben. Und wir kriegen Capricorn. Wieso kriege ich das denn andauernd? Weiß das Spiel, dass das mein Sternzeichen ist oder wie? So, und wie ich das jetzt mitbekommen habe, können wir das ja umsonst mitnehmen. Tatsache. Okay, haben wir 2 Gabi-Items. YOLO. I like that very much. Aber wir haben kein weiteres Leben, oder? Nee. Capes XL, ja. Wir sind alle XL-Ebenen. So, und da wir fliegen können, verlieren wir sowieso keine Leben. Jetzt doch ein bisschen stärker werden hier. Sin up. Bing. Okay. Also ein einfacher, so Lost One einfach. Dann geht das ja. Wir haben eben noch ein weißes Herz bekommen, weil wir die Ebene abgeschlossen haben. Ist das nicht toll? Sieht man das jetzt eigentlich? Ja, 3 Striche. 3 Striche Schaden. Das lässt sich doch sehen. So kann man arbeiten. So, und solange wir nicht gegen die Kacki-Häufchen laufen, solange wir allgemein kein Leben verlieren, also nicht einmal getroffen werden, dann müssen wir eigentlich gar nicht richtig aufpassen. Ich spiele gerade so ein bisschen salopp, wenn ich ehrlich bin. Mit Holy Mantle darf man das mal. Wir können doch mal unseren Gabi-Ding hier größer machen. Denn mit jedem Kill, mit dem, den man damit macht, wird er ja größer. Und umso mehr fängt er ab und umso mehr Schaden macht er. Und daher könnten wir den eigentlich voll gut mal nutzen. So. Oh, nein, da wurden wir getroffen. Oh Gott. Okay. Spielen wir eben normal. Nicht, dass wir hier jetzt so dumm sterben, nur weil ich mein Haarballen größer machen wollte. Das wäre schon ganz schön arm. Geht weg, alle weg. Okay. Goldener Raum haben wir noch nicht gefunden. Das heißt, wir müssen den erst noch finden, bevor wir unseren Würfel mal einsetzen können. So. Okay. Hi. Oh Gott, wurden wir getroffen? Jetzt wurden wir getroffen. Oh nein. Danke. Danke, Gabis Collar. Oh Gott, okay, da will ich nicht nochmal rein. Gabis Collar hat uns gerettet. Oh oh. Ich dachte schon, da wäre jetzt Schluss. Voll traurig. Der Raum war aber assig. Vor allem, weil die halt diese lilanen Dinger verschossen haben. Da will ich nicht nochmal rein. Ich hoffe, der Boss ist auf einem anderen Weg. Sonst muss ich mich da durchbomben und hoffen, dass ich nicht getroffen werde. So, was haben wir hier? Ja, okay. Da sieht man mal, wie schnell man hier sterben kann. Ein doofer Raum und man ist tot. Oh nein, jetzt müssen wir da echt rein. Achso, das ist noch gar nicht der Raum, okay. Noch eine Telepille? Können wir ja eine einsetzen, wenn uns das da irgendwie zu heikel wird. Na gut. So. Ach, da waren wir schon drin. Hä? Ach, das war gleich am Anfang. Da haben wir diesen Umhang her. Stimmt. Schon ganz vergessen. Über diese XL-Lebenden. Ja. Auch noch weg. Oha, da muss man sicher. Nein, wir müssen tatsächlich in diesen blöden Raum nochmal rein. Ich glaube das ja nicht. Das finde ich jetzt doof. Dann werde ich mich da garantiert rausspringen. Dann könnt ihr mir nichts sagen. Ist er denn? Hier ist vielleicht der Geheimraum. Schade. Dann hätten wir uns wahrscheinlich
da irgendwie geschickt da durchsprengen können. Aber gut. Dann halt so. Das kann was werden. Das kann das werden. Hä? Jetzt schießen die normale Dinger? Okay, dann können wir die auch kurz besiegen. Eigentlich. Hä, dann hatten wir eben sogar noch Special Editions oder was? Damit das nochmal extra schwer wird. Ne, der eine verschießt trotzdem noch die lilanen Dinger. Okay. Stimmt, der sieht auch anders aus. Das fällt mir jetzt erst auf. So im direkten Vergleich. Okay, was auch immer. Haben wir geschafft. Nachdem wir einmal gestorben sind. Da habe ich was Böses gesehen. Wie nett die sind, die helfen uns voll. Gut. The Stars. Boah, können wir mal einsetzen. Was kriegen wir? Eine Treubombe. Da, Chariot, okay. Ja, noch ein weißes Herz. Haben wir ein Leben-Upgrade dazu bekommen. Cool. Hä, das war ein goldener Raum? Okay, was auch immer. Goldene Räume mit 3 goldenen Kisten drin. Warum nicht? So, BBF. BBF bringt uns BBF was? Keine Ahnung, wir haben eh nicht genug Geld. Wir könnten das rerollen. Wir könnten alles rerollen. Aber nö. Ich glaube, ich kaufe mir BBF. Wenn ich genug Geld bekomme, dann kaufe ich mir das gleich. Dann ist unser Dings hier noch stärker. Unser Haarballen. So. Was bist du für eine schöne Pille? Eine Tierstar. Ja, toll. Geht weg von mir. Oh, wow. Okay, 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 okay. Alles gut. Alles bestens. Kriegen wir hin. Auf jeden Fall. So, ja. Perfekt. Was haben wir hier Schönes? Die Pickaxe. Die brauchen wir jetzt wirklich überhaupt nicht. Also so. Oh, ja, das nehmen wir gerne mit. Pyromaniac, warum nicht? Pyromaniac mag ich. Das ist ein schönes Item. Und wir haben noch ein paar Bomben dazu bekommen. Und Pyromaniac war doch sogar das, dass wenn wir von Stampfern oder so getreten werden, dass sie uns nicht wehtun, oder? Genau. Und dass man sich selber heilt. Wenn man von Bomben getroffen wird, was uns aber nichts bringt. Aber der andere Effekt, dass wir halt keinen Schaden durch Bomben bekommen können und durch Stampfer auch nicht. Das heißt, Mutters Hand und so, Mutters Fuß, wird kein Problem werden. Auf jeden Fall nicht ihre Stampfattacke. Höchstens die Viecher, die sie dann spawnt. Five Nights at Freddy's. Jetzt sind wir hier gleich tot. Ich glaub's ja nicht. Warum hat er mich getroffen? Ich finde das blöde. Jetzt sterb mal bitte sehr. Aha. Hier waren wir schon mal. Ja, wo müssen wir hin? Hier oben. Da ist der Boss, habe ich ihn gefunden. Bei den goldenen Räuber hatten wir ja, glaube ich. Shop hatten wir auch gefunden, allerdings hatten wir dafür zu wenig Geld. Und ich glaube, nirgendwo lag noch eine gute Pille rum, oder? Ich glaube nicht. Wir nehmen einfach die Cherry-Pille mit. Das bringt uns sogar mehr. Nehmen wir das auch mit. Und hallo, Gördi. So, wir stellen uns einfach über ihn. Und versuchen von hier aus, die Lage zu klären. Nach oben kann er ja wenigstens nicht schießen. Wow. Wurden wir getroffen? Ich hoffe nicht. Nee. Solange wir diesen Schein um uns herum haben, ist alles gut. Ja, voll den Ohrwurm davon. Five Nights at Freddy's. Okay, haben wir Grady besiegt. Wurden nicht mal getroffen und kriegen höchstwahrscheinlich einen Devil. Ne, erst im nächsten. Hätten wir eigentlich mal rerollen können, egal. Was du? Was Schlechtes, oder? Was das? Das war Tierstone, ja. Okay. Da, wer ist der zweite Boss? Achso,
Wer ist der zweite Boss? Chat. Okay. Kriegen wir Little Chat. Der bringt uns nichts. Den können wir rerollen. Da, da. Wenn du da so, du so drauf stehst auf die Bomben, dann nimm sie. Wow. So. Oh, David Deal, danke. Der bringt uns nichts. Wir gucken erstmal, was hier ist. Ein kleiner Krampus. Wir bräuchten noch ein Gabi-Item eigentlich. Oh, wow. Shit. Los. Danke. Gruselig. Brimston. Ja, warum nicht? Nehmen wir mal mit. Brimston. Okay. Wow. Der hätten wir jetzt fast verkackt. Zum Glück hatten wir diesen Hairball. Den Haarballen. Sonst hätten wir jetzt hier wahrscheinlich verkackt. Okay. Mom-Ebene. Hilfe. Okay. Naja, ein Brimston ist ja immer ganz schön cool. Dieser Raum ist eher weniger cool. Hilfe. Geh weg, 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 geh weg. High Priced ist, okay. Nochmal ein bisschen mehr Schaden beim Boss. Naja, so können wir wenigstens die Räume schnell clearen. So. Wenn wir das gut machen, wie viel Schaden haben wir jetzt? 4, okay. 4 ist okay. 4 ist, ja, ja, ist okay. So. Geil, du Batiku. Kriegen jetzt ganz viele rote Herzen, die uns überhaupt nichts bringen. Dank unserem kleinen Little Chat. Aber gut, da haben wir doch eins. Ach ja, so lässt sich doch die Challenge meistern. Easy. So. Ich war eben noch irgendwo. Hier war ein blauer Stein. Genau. Mein Gehirn hat sich nur noch so. Yeah. Mein Gehirn hat sich nur noch gemerkt. Geh doch mal in den anderen Raum. Da war noch irgendwas. Ich wusste allerdings nicht mehr, was es war. War. Dabei war das 5 Sekunden her. Egal. So, hi. Da oben wahrscheinlich genau dasselbe. Genau. Boss, wo bist du? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Die werden auch abgewehrt. Okay, das ist ja witzig. Warum bleibe ich da eigentlich drin, wenn ich rausgehen kann? Ah, die Blue Map. Bringt uns leider nichts. Das bringt uns alles relativ wenig. Ja, so ein Double Shot können wir aber mitnehmen. Jetzt haben wir auch kein Geld mehr. Aber Double Shot, dann sollten wir eigentlich doppelt so viel Schaden machen. Ich glaube, das geht auch mit dem Brimston. Ich glaube schon. Okay. Scheinbar sind wir falsch gelaufen. Wo müssen wir denn dann hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Leute, wo müssen wir hin? Hi. Links. Unten. Und. Gut, 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 gut. Alles bestens. Noch leben wir ja. Eine Batterie, okay. Wenn wir irgendwie noch Tiers abfinden würden, das wäre super. Auto-Turret ist auch gut. Nehme ich mit. Den will ich nicht rerollen. So. Okay. Gleich sollte hier auch eigentlich der Boss kommen. Hier ist erstmal noch ein goldener Raum. Oh. Destruction. Alles kaputt machen. Bringt uns relativ wenig. Egal. So, hier bringt uns auch überhaupt nichts. Drei blaue Herzen. Was wollen wir mit drei blauen Herzen? Da war noch eine Batterie. Wenn wir noch zwei Räume machen können, dann wäre das schön. Das kann ja was werden, ey. Gut, dass wir Brimston gefunden haben. Okay, so.
Gehen wir kurz in den goldenen Raum und. Hä? Da, in den goldenen Raum und wie wollen das? Noch ein kleiner Bumsen. Dann haben wir zwei Bumsen auf einmal. Lieber nicht. Behalt mein Würfel. So. Und das kriegen wir jetzt Schönes. Prop. Funktioniert das Proptosis mit dem Brimston? Warte, das will ich wissen. Ich guck mal kurz nach. Ich glaube, unser Schaden ist aber höher geworden. Okay, warte. Synergize. Brimston plus Proptosis gibt's gar nicht. Hä? Funktioniert das denn? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach mal. Brimston und Proptosis. Sind wir jetzt. Ist unser Brimston jetzt einfach richtig, richtig stark? Ich hoffe es für dich, Brimston. Ich hoffe es für dich. Wir werden sehen. Und es ist noch ein Double Brimston. Es ist ein Double Brimston plus Proptosis. Also eigentlich müsste der jetzt übelst, übelst stark sein. Was hat das denn nochmal? Stier. Nee. Entschuldigung. Löwe. Was ist denn mit dem linken Auge? Sieht das aber bescheuert aus. Egal. So, die kann sowieso nichts anhaben. Soll sie ruhig die ganze Zeit stampfen. Damit hilft sie uns eher. So, easy. Wir nehmen das. Dann kriegen wir hier immer ein Schild. Das ist ganz cool. Da haben wir unser drittes Gabi-Item. Auch sehr geil. Okay, wir sind Gabi und Brimston. Oh, Gabi und Brimston haben, das ist super geil. Und hier wollen wir nichts. Das nehmen wir lieber nicht mit, auch wenn wir den Bossrush wahrscheinlich richtig schnell gemacht hätten. Aber die Chance ist viel zu groß, dass wir da irgendwie Leben verlieren. Oh, wieso hat er jetzt hochgeschossen? Egal, wir produzieren jetzt richtig, richtig viele Fliegen. Und die sind alle richtig, richtig stark. Oh, das ist so schön. Brimston und Gabi sein, das ist eines der besten Sachen, die man sich haben, wünschen, tun können. Guckt das euch an! Die sterben einfach instant. Wie schon geschafft. Nee, das ging jetzt zu schnell. Ich dachte, wir müssen noch ein bisschen weiter. Okay, dann machen wir noch hier kurz den Mini-Boss-Rush. Hä, wir sind gerade der Scabby geworden. Dann hätte ich den Boss-Rush ja doch noch machen können. Oh, die ganzen Fliegen. Ach, ist das schön. Mann. Damit hätten wir locker gegen Mega-Satan kämpfen können. Locker, locker. Locker flockig. Yeah, ein eigener Kosmos voll Fliegen. Hat schon was. Wir drehen jetzt noch kurz eine Ehrenrunde. Einfach nur, weil wir Brimston und Gabi sind. Also Brimston haben und Gabi sind. So rum. Wow. Die Zecke, aha. Five Nights at Freddy's. This is the place to be. Five Nights at Freddy's. Do you wanna be here? Eigentlich müssen wir auch gar nicht mehr angreifen mit den Brimston. Das würden die Fliegen alles selber machen. Fünf Duizid Freddy's. Okay, dann. Ich habe nicht mal High Prices eingesetzt. Oh, Wayne Shop. Das ist gut. Wayne Shop mit Brimston ist eines der besten Sachen, die man haben kann. Njet. Wayne Shop. Wayne Shop. Wow. Gut, dass wir es das zweimal gefunden haben. Fünf Duizid Freddy's. Pops Wayne. Noch ein Damage Up. Oh Gott. Die armen Gegner. Die armen Gegner. Die tun mir richtig leid.
Das kann doch nicht zu Ende sein. Wir müssen hier immer weitermachen, immer mehr töten. Es ist schließlich nichts Erlebende. Wir haben den Boss eh viel zu schnell gefunden. Das zählt nicht. Hi. Und gleich sterben wir einfach noch durch irgendwas Doofes. Five Nights at Freddy's. Ne, okay. Dann gehen wir jetzt zum Boss, den wir schon besiegt haben. Und haben dann die Challenge geschafft. Die war jetzt auch nicht allzu schwer. Ich hätte mir gewünscht, die geht noch ein bisschen weiter. Wenn wir schon Gabi sind und Bimsen haben, aber nö. Spiel wollte nicht. Oh. Spiel meinte, nee, das ist bestimmt für die Leute viel zu schwer, diese Challenge. Ich mach das lieber nur bis zu dem Herzen. Naja, gut. Oh. Ja, nehmen wir das Pony mit. Hui! Jo, damit haben wir dann auch die Labyrinth Bound Challenge geschafft. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Nächstes Mal dann die Pale Horse Challenge. Da können wir wahrscheinlich fliegen mit einem Horse. So wie eben. Gehen wir quasi mit dem weißen Horse aus der Labyrinth Bound, den wir eben mitgenommen haben, in die nächste Challenge über. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.